Herr Klute, die Regierung Deutschlands und Polens arbeiten in dieser Regierungskommission zusammen. Können Sie uns ein bisschen erklären, was wird da gemacht, was wird da besprochen, was wird da erreicht oder soll erreicht werden? Also sie teilt sich auf in verschiedene Unterausschüsse, wo thematisch verschieden was gegliedert wird. Es gibt zum Beispiel die Kommission für grenznahe Zusammenarbeit. Da sind die Länder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen und die auf der polnischen Seite die entsprechenden polnischen Woiwodschaften, die so Fragen wie Bahnverbindungen über die Grenze hinweg miteinander besprechen, Straßenverbindungen, den Austausch an der Grenze eben miteinander besprechen und regeln und da Fortschritte machen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen schon seit längerer Zeit den Vorsitz in dem Ausschuss für die Zusammenarbeit zwischen den Regionen über die Grenzen hinweg, also Nordrhein-Westfalen und zum Beispiel Schlesien, aber auch andere Regionen. Und bei der letzten Ausschusssitzung dort haben wir zum Beispiel Themen der Migration und der Integration auf die Tagesordnung gehoben, weil in beiden Ländern sowohl nach Deutschland, aber auch nach Polen Menschen aus dem Ausland eben kommen, um dort zu arbeiten. Das wird uns in Deutschland gar nicht so bewusst, dass es auch Migration, Arbeitsmigration nach Polen gibt. Und wir haben nach gemeinsamen Konzepten dort gesucht, haben geschaut, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede dabei. Es ist eine Verständigung der Regionen untereinander. Es gibt auch einen Ausschuss, in dem Raumordnungsfragen miteinander besprochen werden. Und das alles wird zusammengeführt in der deutsch-polnischen Regierungskommission, wo man dann Beschlüsse fasst, wie zum Beispiel den Appell an die Regierungen der Länder für das deutsch-polnische Jugendwerk. Ich finde, eine der wichtigsten Institutionen, die wir in den deutsch-polnischen Beziehungen haben, die Mittel, weil sie im Laufe dieses Jahres sehr schnell im Jubiläumsjahr ausgeschöpft waren, aufzustocken. Und Nordrhein-Westfalen ist als Bundesland gemeinsam mit Brandenburg eben da draufgesprungen und hat gesagt, wir wollen da voranmarschieren und im Bundesrat den Antrag stellen. Das sind so Initiativen, die daraus entstehen. Interessant. Es gibt auch eine deutsch-polnische Parlamentariergruppe hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Der Vorsitzende sitzt neben mir, das ist Werner Josmeier. Werner Josmeier, was macht eine Parlamentariergruppe für die guten Beziehungen? Kann sie da was tun? Ja, sie kann, da es neben dem Deutschen Bundestag meines Wissens nur das Land Nordrhein-Westfalen gibt, das eine solche deutsch-polnische Parlamentariergruppe hat, sticht das ja schon ein bisschen heraus. Wir können nicht die große Politik machen, wir können nicht entscheiden, was die Wirtschafts- und die Außenpolitiker auf Bundesebene in Warschau und Berlin machen, aber ich glaube, wir sind als Landtagsabgeordnete und wir haben ja auch in der Parlamentariergruppe nicht nur Parlamentarier, sondern auch sehr viele Gäste, Sparkassen, Wirtschaftsvertreter, IHK, Handelskammer, Privatpersonen und so weiter. Wir können schon ein Stück dazu beitragen, dass gerade das, was die Partnerschaft und die gute Nachbarschaft ausmacht, nämlich das Verstehen der Menschen und der Institutionen und Organisationen und das Zusammenführen von Menschen, das können wir ein wenig unterstützen. Zwei Beispiele. Wir haben von den Stichwort Städtepartnerschaften heute gesprochen. Köln, Katowice ist ja sogar vor dem Termin entstanden, was sehr löblich ist. Und wir haben jetzt bei Ihnen in Katowice, Herr Dr. Mertschek, ja nun auch sehr hautnah erfahren können, was Katowice und Köln gemeinsam machen. Es müsste hier sein, meine Damen und Herren, wir haben sich wenigstens angekündigt, eine 55-köpfige Städtepartnerschaftsgruppe von Riedberg und Oberglogau. Sind die hier oder stecken die nach wie vor? Auch da hinten, ja. Herzlich willkommen aus Oberschlesien hier bei uns im Land. Und dann ist natürlich auch aus meinem Wahlkreis Senden sind Kollegen aus Polen und Deutschland da. Also da können wir sehr viel machen. Oder wir können dazu beitragen, dass wir diese Städtepartnerschaften stärken. Und ein zweites, wir waren ja nun im Juli diesen Jahres mit einer Delegation, dieses Mal in Südpolen, Częstochowa, Breslau, Katowice, eine wunderschöne südpolnische Stadt, deren Namen ich zurzeit nicht mehr parat habe. Aber
Richtig, Josef, danke. Und wenn Sie da bei den vielen Gesprächen, die Sie führen, Sie kommen doch aus keinem der Gespräche heraus mit mindestens zwei Hausaufgaben. Dass Sie zwischen Wirtschaftsunternehmen, dass Sie beispielsweise die Universität Breslau sieht, sucht dringend einen weiteren Kooperationspartner in Nordrhein-Westfalen und dann werden Sie gebeten und dann hängt es von Ihnen ab, ob Sie Ihre Hausaufgaben machen oder ob Sie sie nicht machen. Und da kann eine Parlamentariergruppe schon da einiges zu beitragen. Ja, Reisen, das klingt schon mal sehr interessant. Haben wir noch deinen Stellvertreter, Josef Neumann. Die Parlamentariergruppe ist ja relativ groß, 28 Mitglieder, eine ganze Reihe sehe ich auch hier sitzen. Gibt es denn auch landespolitische Themen, bei denen Polen eine Rolle spielt? Ja, klar, aber erstmal gibt es natürlich andere Themen. Das wichtigste Thema ist morgen das Derby zwischen Schalke und Dortmund. Weil natürlich auch das ja ein landespolitisches Thema nicht nur intern, sondern auch in Polen ist, zwischen unterschiedlichen Spielern aus unterschiedlichen Mannschaften. Dann sind wir ja geteilt in Nordrhein-Westfalen. Die eine Hälfte hat ja sozusagen ihre zweite Heimat in den Niederlanden und die andere Hälfte in Polen. Auch das gehört dazu. Aber was treibt uns an? Ja, es ist ja, glaube ich, vieles schon gesagt worden heute Abend, was uns antreibt. Wir feiern ja nicht nur 25 Jahre Nachbarschaftsvertrag, sondern Deutschland und Polen sind Nachbarn seit Jahrhunderten. Nicht nur in guten und nicht nur in schlechten Zeiten. Und wir haben noch einen Nachbar in Frankreich, wir haben einen Nachbar in Benelux, haben wir Nachbarn. Das heißt, für uns geht es landespolitisch und wir als diejenigen, die in der Parlamentariergruppe sind, das sind die einen, die vielleicht familiäre Verbindung nach Polen haben, weil die Oma, der Opa oder wer auch immer da geboren ist oder man selber da geboren ist. Und die anderen, die natürlich dieses Land kennenlernen wollen, die von diesem Land etwas mitnehmen wollen, von den tollen Städten, von dem super Bier, von der tollen Kultur, von den tollen Menschen, die es da gibt. Landespolitisch heißt das, ja, wir machen sozusagen Außenpolitik auf zwischenmenschlicher Ebene, im unteren Bereich, man würde sagen, das ist so eine Art Graswurzel-Außenpolitik. Ja, wo wir mit den Menschen, Werner hat das ja gesagt, auf unterschiedlichsten Ebenen uns ja treffen. Ja, und es gibt natürlich unterschiedliche Interessenslagen, nicht nur bei uns und natürlich nicht nur in Polen und auch innerhalb der Länder, ja unterschiedliche Ansichten. Und es ist einfach wichtig, dass wir als Nordrhein-Westfalen, die im Herzen Europas liegen, deren Bevölkerung ja nun zu einem Großteil Wurzeln ja hat im osteuropäischen Raum, dass wir die Mittlerer sind, die Versöhnung, die Begegnung mitorganisieren und dazu beitragen, dass dieses Europa, das ein Europa ist, was auf den Schuttbergen des Zweiten Weltkrieges derzeit existiert, das wird ja aktuell vergessen, dass wir in Nordrhein-Westfalen durch diese Freundschaften dazu beitragen, diese Versöhnung unabhängig von politischen Tagesgeschäften weiterzuentwickeln, sie zu pflegen und vor allem jungen Menschen die Chance zu geben, an diesen Prozessen zu partizipieren und uns nachzumachen. Da hat Thorsten Klute einiges im deutsch-polnischen Bildwerk gesagt. Graswurzel aus Politik, das ist ein schöner Ausdruck, gefällt mir gut. Frau Schulan-Perpes ist die erste Stellvertreterin der Oberbürgermeisterin in Köln. Köln enthält 25 Jahre, haben wir schon gehört, eine Partnerschaft mit Katowice, aber hat insgesamt 22 internationale Städtepartnerschaften. Was zeichnet denn die Partnerschaft mit Katowice aus? Was ist daran besonders? Naja, ganz besonders daran ist, dass wir das Gras haben wachsen hören. Das heißt, unser damaliger Oberbürgermeister und der Stadtpräsident von Katowice, die haben nämlich vor dem Nachbarschaftsvertrag bereits zueinander gefunden, also auf Zivilgesellschaftsebene. Und sie haben sozusagen vorgemacht, wie das mit der Versöhnung stattfinden kann. Und das ist ja perfekt gelungen und diese Städtepartnerschaft lebt, sie lebt sehr wohl. Es gibt unglaublich viele Aktivitäten. Ich habe ein paar davon eben nochmal aufgeschrieben. Ganz, ganz wichtig für uns sind immer die Schüler- und Jugendaustauschprogramme, die jährlich stattfinden. Und ganz aktuell, Herr General Konsul, wir hatten ja gestern ein Konzert bei uns in Köln in der Piazzetta mit dem Quartett aus Schlesien. Und Sie sehen daran, wir pflegen das ganz aktuell.
auch, und heute sehen wir uns hier wieder. Wie schön ist das? Ich durfte zweimal in Katowice die Stadt Köln vertreten. Und es gibt auch auf Sportlerebene Programme, eine Förderschule aus Köln war in Katowice zu Gast. Und es hat dort ein Kochquartett gegeben, auch das war möglich. Fachkräfteaustausch findet statt, ganz viele Kulturprogramme, Literatur bei uns im Literaturhaus in Köln, dass man sagt, wir machen jetzt mal ein Jahr polnische Literatur, man lädt sich ein und man lernt sich näher kennen. Es gibt ein Fußballturnier, ein Fünf-Länder-Fußballturnier an Karneval in Köln, also geht, an Karneval geht, aber es wird ernsthaft Fußball gespielt und nicht nur bei Dortmund oder Schalke. Gibt's also keine Probleme, das lebendig zu halten? Nein, und dann haben wir ja Poldi. Ich meine, Poldi ist in der ganzen, ja, muss ich nennen, Poldi ist in der ganzen Welt bekannt. Und jeder, der mit mir per WhatsApp vernetzt ist, der landet automatisch bei uns beiden, denn er ist für ein ganz tolles Fußballprojekt für Kinder und Jugendliche, die nicht in einem Verein sein wollen oder können. Und da sind wir bei den anderen Städtepartnerschaften, also quer durch die ganze Welt, auch jetzt Kinder aus der Flüchtlingsthematik. Die spielen alle zusammen Fußball und Poldi findet dieses Projekt so großartig. Er ist eines Tages zu uns gekommen und hat gesagt, ich unterstütze Köln, kickt die Rheinflanke, denn ich komme selber von der Straße. Ich weiß, wie das ist. Und deswegen unterstütze ich euch mit der Stiftung. Dann, Herr Generalkonsul, der Stadtpräsident von Katowice besucht uns und ich freue mich auf die Begegnung. Wir eröffnen nämlich in Köln den Weihnachtsmarkt gemeinsam. Eine Delegation kommt am 19. November zu uns und es wird da natürlich um das polnische Handwerk, das Kunsthandwerk gehen. Und es gibt mit der Kunstoberschule in Katowice ein Programm zu Zeiten der Fotokina mit Kölner Schülern und Schülerinnen aus einer weiterführenden Schule ein Fotoprojekt. Und zwar haben die sich gegenseitig in den beiden Städten besucht und haben auf sich wirken lassen, was ist ihnen wichtig, was ist ihnen aufgefallen. Und das Ergebnis wurde im Herzen der Stadt Köln präsentiert. Viele Begegnungen hat auch Rainer Jusmaj im Laufe der vielen Jahre schon mit Polen gehabt. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung hier im Landtag, die hieß Päckchen für Polen. Da hast du von Begegnungen erzählt, damals ganz in den Anfängen des Kontaktes. Wie hat sich das Bild von Polen in Deutschland geändert im Laufe der Zeit? Es gab ja lange Zeit so den despektierlichen Begriff der polnischen Wirtschaft, habe ich als Kind noch kennengelernt, der ein oder andere von Ihnen vielleicht auch. Wenn man jetzt schaut, was hat sich entwickelt, seitdem Polen und die anderen neun Länder zur EU gehören, nur wenige wissen, selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2007, 2008 hat die polnische Wirtschaft noch schwarze Zahlen geschrieben. Was in Polen war, ist heute auch der Stabilisator Europas. Und die Achse, die vorhin mal genannt worden ist, Frankreich, Deutschland, Polen, vielleicht kommen wir noch, das weiß ich noch, Zeit haben, auf die derzeitigen Probleme mit der Europäischen Union. Aber es hat sich insofern geändert, vor 25 Jahren dachten wir alle nach dem 3. Oktober 1990, nach dem 9. November 1989, jetzt geht eine völlig neue Zeit los. 25 Jahre sind vorbei. Das Denken der Menschen und das Denken in der Politik, die Stimmung in der Gesellschaft hat sich sehr geändert. Und ich glaube, da hat Deutschland, Polen und mit Frankreich, wenn ich diese drei mitten in Europa nennen darf, eine Verantwortungsgemeinschaft, was Sie, Herr Dr. Mertschik, dankenswerterweise auch sehr auf den Punkt gebracht haben vorhin. Wir müssen dafür sorgen, dass das europäische Projekt, das ist das Wertvollste, was der Kontinent hervorgebracht hat, dass das lebendig bleibt und weiterlebt. Und ich setze da sehr viel auf Jugend, auf Schulklassen, auf Jugendaustausch. Ich setze sehr viel auf die verwandtschaftlichen Beziehungen.
Josef Neumann hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, jeder Vierte in Einjährigen oder jeder Fünfte in Nordrhein-Westfalen führt seine familiären Wurzeln auf Schlesien, Pommern oder Ostpreußen zurück. Und Nordrhein-Westfalen, was macht das eigentlich aus? Nordrhein-Westfalen vor 70 Jahren gegründet wäre ohne die polnische Bevölkerung, die Zuwanderung und ohne die Flüchtlinge und Vertriebenen und deren Arbeit so nicht denkbar. Und dafür sollten wir dankbar sein. Und das sollten wir auch unterstützen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal das Wort bekomme, liebe Doro, aber wir sollten immer hoffnungsvoll sein. Es gibt ja noch das polnische Bier, glaube ich. Und froh sein, mit sehr viel Hoffnung in diese Zukunft, in diese Stabilität. Deutschland, Polen und Frankreich, das ist Teil unserer deutschen Staatsräson. Und deswegen sage ich mit viel Hoffnung und auch zukunftsfroh, jetzt schon Polska, lassen Sie uns daran arbeiten, dass das so bleibt. Wenn man es einen Begriff genannt, polnische Wirtschaft, es gibt ja auch so Sprüche, die eine gewisse Arroganz der Deutschen ausdrücken, kaum gestohlen schon die Polen. Was können wir denn, Herr Klute, mal umgekehrt von den Polen lernen? Oh, eine ganze Menge. Ich komme da sofort drauf. Aber eins möchte ich noch ergänzen, als Beispiel für einen Stimmungswandel in der deutschen Bevölkerung in Bezug auf Polen. Ich stimme ja allem, was Werner Josmeier gesagt hat, kann ich zugehört. Ein sehr plakatives Beispiel für mich ist dabei, dass, Sie erinnern sich vielleicht auch die Älteren, so wie ich hier, so in den 90er Jahren, es gab ja richtig hässliche Polenwitze. Ja, wir wissen, wir kennen die alle noch, die Älteren. Die Generation meiner Kinder versteht diese Witze heute nicht mehr. Und ich finde, das ist ein wirkliches Zeugnis für den Wandel des Polenwitzes. Und wir können sehr viel von Polen lernen. In Bezug auf polnische Wirtschaft haben wir ja auch schon einiges gehört. Polnische Wirtschaft, wenn man genau hinschaut, ist das heute ein Merkmal für Qualität. Und dann gibt es noch die vielen ganz einfachen menschlichen Punkte, die ich zum Beispiel in Polen an verschiedenen Stellen auch gelernt habe. Also die polnisch Sprechenden verstehen hier Jakosz Dobędzie, also ein Stück weit Gelassenheit auch hinzunehmen bei bestimmten Punkten. Das ist was, wo ich sage, Mensch, da können wir uns manchmal was auch von abschneiden. Denn auch mit Jakosz Dobędzie kann man wirtschaftlich sehr erfolgreich sein. Ich muss also ein bisschen Salz in die Freude streuen. In Polen stellt ja seit Herbst 2015 die nationalkonservative PiS die Regierung. In Deutschland ist die AfD in 9 von 16 Landtagen vertreten. Josef Neumann, kann diese Tendenz, diese gute Nachbarschaft gefährden, kann uns das zurückwerfen? Und zuerst mal gilt das ja nicht nur für Polen und Deutschland, sondern wir müssen in die Niederlande schauen, wir müssen nach Frankreich schauen und in viele andere Länder. Das heißt, die Entwicklung, die wir da in Polen und Deutschland haben, ist ja nichts Einmaliges in Europa. Naja, fast hätte ich gesagt, Regierungen kommen und gehen, das Volk bleibt. Die Frage ist nur, was bewirken sie? Und ich glaube, das, was im Laufe des Abends ja deutlich geworden ist, dass es uns doch gelungen ist, dieses Verhältnis, insbesondere was Polen anbetrifft, doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv nach vorne zu bringen, etwas daraus zu machen. Und wir müssen sehr darauf aufpassen, dass wir jetzt nicht tagespolitisch da driften. Wir müssen deutlich auch als zwei Länder oder zwei Regionen, die miteinander befreundet sind, da muss man sich schon mal die Meinung sagen, das gehört dazu. Aber wir sollten nicht von der Tagespolitik nur ausgehen, sondern natürlich von dem gemeinsamen Werk, um was es da geht, auch europäisch geht, weil die Zukunft Europas, ich sage es nochmal, ist aufgebaut auf den Trümmern dieses Zweiten Weltkrieges. François Mitterrand hat gesagt, Nationalismus führt immer zum Krieg. Und wenn wir jetzt zulassen, dass nur noch Nationalismus nach vorne kommt und sich durchsetzt, dann wird das natürlich Auswirkungen haben. Also ich erlebe aktuell im Kongress des Europarates, da gibt es jetzt die neue Legislaturperiode, hat begonnen und da sind jetzt die zum Teil neuen Delegierten aus Ländern gekommen. In ein Gremium, wo es um Demokratie, um Menschenrecht und Rechtsstaatlichkeit geht.
Und da kann sich natürlich jeder vorstellen, ne, nehmen wir das Thema aktuell, was wir diskutiert haben, der Umgang mit Homosexuellen zum Beispiel, oder die Frage des Kampfes gegen Radikalisierung, das ist schon, wird schon sehr unterschiedlich aufgefasst. Das heißt, ich plädiere dazu, erstens Ruhe zu bewahren, zweitens die gemeinsamen Werte, die wir haben, nicht nur zu verteidigen, sondern dafür auch täglich einzustehen und trotz aller tagespolitischen Schwierigkeiten die Zusammenarbeit, die wir machen, und das Beispiel Schlesien und Nordrhein-Westfalen könnte man ja an vielen Punkten ja nochmal auflisten, was gemeinsam läuft. An diesen Punkten sollten wir weiter arbeiten. Es gibt dazu keine andere Alternative. Die andere Alternative heißt zurück zur Auseinandersetzung und ich denke, das kann nicht in unserem Willen sein. Also kommt es darauf an, dass wir uns möglichst gut kennenlernen, möglichst die verschiedenen Länder besuchen. Frau Schuan, gab es viele Deutsche, kennen aber Polen immer noch nicht. Was kann man da tun? Ja, die haben was verpasst. Es ist ein wunderbares Land, also abgesehen von den diplomatischen Beziehungen, die man miteinander pflegt, die auch sehr gewinnbringend sind. Es ist ein wunderbares Reiseland. Es lohnt sich allemal und ich glaube, das liegt an uns allen, dass wir es in unserem Umfeld anderen schmackhaft machen. Und Städtereisen sind ja heute eigentlich ganz bequem. Sie sind auch preiswert geworden und in unsere Partnerstadt zu reisen, lohnt sich allemal. Es ist eine sehr moderne Stadt geworden. Sie hat aber auch ihre Tradition festgehalten, was ich sehr schön finde. Die Verbindung, die geschaffen worden ist. Wer gerne einkauft, diese vielen schönen kleinen Geschäfte, die erhalten geblieben sind, neben den großen Einkaufszentren, die entstanden sind, auch um die Weihnachtszeit mal nach Katowice zu reisen. Auch im Sommer schön, im Winter, also ich habe es zu beiden Zeiten erlebt und es ist für mich immer eine Reise wert und die Begegnung, das sehe ich genau wie Sie, die Begegnung mit den Menschen ist so wunderbar und man fühlt sich immer wohl, man hat nach kurzer Zeit den Eindruck, dass man sich ganz lange kennt und was mich manchmal beschämt, wenn ich das mit unseren Besuchen oder Gegenbesuchen vergleiche, wie herzlich und freundlich wir aufgenommen werden, wie man beschenkt wird mit Freundschaft, das ist einzigartig und das sitzt und es bleibt in meinem Herzen ewig haften. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich. Rosemar hat das schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich nochmal das Wort bekomme. Wir haben hinterher noch Zeit vor der Tür, alles zu vertiefen, aber jetzt ist so oft von Begegnung gesprochen worden und so oft von Jugendlichen und Jesabal-Preisträgern, dass wir die letzten Minuten gerne nutzen möchten, wenn Sie die Mikrofone hier liegen lassen und nochmal zum Platz zurückkehren. Ich klicke mal gerade hier.